Sensotronic Brake Control, auch SBC genannt, ist ein elektrohydraulisches Bremssystem. Bei dem SBC werden die Bremsbefehle des Autofahrers über elektrische Impulse an einen Mikrocomputer übertragen. Dieser Computer verarbeitet die verschiedenen Sensorsignale und berechnet für jedes Rad den optimalen Bremsdruck je nach Fahrsituation. Daraus ergibt sich, dass beim Bremsen in Kurven oder auf glatter Fahrbahn das SBC mehr aktive Sicherheit bietet als konventionelle Bremsanlagen. Weiterhin steht der maximale Bremsdruck schneller zur Verfügung dank eines Hochdruckspeichers und elektronisch regelbarer Ventile. Das SBC wird über verschiedene Weckereignisse aktiviert, wie zum Beispiel durch Lösen der Parkbremse. Das System führt dann in regelmäßigen Abständen einen Selbsttest durch. Das heißt, das System prüft sich selbst auf Funktion. Damit diese Prüfung und das selbsttätige Ausrücken der Bremskolben nicht passieren, während Sie an dem System arbeiten, muss dieser SBC-Selbsttest deaktiviert werden. Um das zu tun, muss das Fahrzeug als allererstes mit der Hebebühne angehoben werden. Die Räder dürfen den Boden nicht mehr berühren. Anschließend schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus. Dann ziehen Sie den Schlüssel aus dem Zündschloss. Achten Sie darauf, dass die Seitenscheibe geöffnet ist, denn durch diese Scheibe müssen Sie später die Zündung ein- und ausschalten. Jetzt verriegeln Sie das Fahrzeug für mindestens 30 Sekunden global, damit der Nachlauf des Bremssystems ablaufen kann. Keyless Go-Karten bzw. Schlüssel müssen außerhalb der Senderreichweite aufbewahrt werden. Jetzt entriegeln Sie das Fahrzeug und zwar für mindestens 15 Sekunden. Anschließend verriegeln Sie das Fahrzeug wieder. Der Selbsttest ist jetzt deaktiviert. Bewahren Sie den Schlüssel an einem für andere Personen unzugänglichen Platz auf. Das Fahrzeug darf während der Arbeiten an der Bremsanlage auf keinen Fall entriegelt werden. Da der Selbsttest deaktiviert ist, können Arbeiten im Radbremsbereich durchgeführt werden. Sie können beispielsweise die Bremsbeläge oder Bremsscheiben auswechseln. Wenn die Arbeiten beendet sind, heben Sie das Fahrzeug wieder mit der Hebebühne an. Sie müssen jetzt die Anlegeroutine der Bremsklötze aktivieren. Dafür müssen Sie das Fahrzeug nun wieder entriegeln. Dann schalten Sie durch das geöffnete Fenster die Zündung ein. Anschließend schalten Sie die Zündung wieder aus und warten 1 bis 5 Sekunden. Schalten Sie dann die Zündung wieder ein. Jetzt drehen Sie das hintere Laufrad auf der Fahrerseite für mindestens 3 Sekunden in Laufrichtung. Das Rad sollte sich mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 2 Umdrehungen pro Sekunde drehen. Bringen Sie es dann wieder zum Stillstand. Maximal 60 Sekunden nach dem hinteren Rad ist jetzt das vordere Laufrad an der Reihe. Es muss mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 bis 2 Umdrehungen pro Sekunde gedreht werden, bis es selbstständig festbremst. Ein dreimaliges Blinken der Rücklichter bestätigt die erfolgreiche Aktivierung. Die Anlegerroutine ist gestartet und die Bremsklötze vorn und hinten werden mehrfach angelegt. Das Fahrzeug senken Sie jetzt wieder ab. Anschließend schalten Sie die Zündung aus. Jetzt starten Sie den Motor und treten das Bremspedal 5 bis 10 Mal durch. Wenn im Display keine Fehlermeldung auftaucht, dann ist die Anlegeroutine erfolgreich gewesen. Sollte doch eine Fehlermeldung erscheinen, dann wiederholen Sie die Aktivierung der Anlegeroutine. Gegebenenfalls müssen Sie mit der Star Diagnosis den Fehlerspeicher auslesen. Prüfen Sie jetzt noch den Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. Wenn die Füllmenge in Ordnung ist, dann sind Sie jetzt mit den Arbeiten fertig.